Jo Leute, willkommen zurück auf Rokotistaner Farm. Wieder mit Aaron und Marcel. Und wir waren hier stehen geblieben beim Häuserbau. Hallo. Hallo. So, jetzt reiße ich erstmal draußen die Wand ein. Oh, Mist. Was macht ihr denn so gerade Schönes? Erzählt mal. Ich laufe hier gerade raus ein bisschen rum. Hab gerade ein paar Fackeln gecraftet und reicht mal alles aus. Ich glaube, ich darf das nicht erzählen, was bisschen, ich. Ein bisschen safer sind. Sonst habe ich Probleme. Oder bekomme ich Probleme. Aber wir treffen uns um 300 an der Ecke. Versteht ihr? Das heißt 0, das heißt 0,300. Bei dir vielleicht. Ach Gott, was denn hier los? Wir müssen mal hier irgendwie Sand hinbauen für die Kakteen. Wir haben noch nicht mal Kakteen. Ja, aber es sieht scheiße aus, wie es jetzt ist. Es ist ja aus wie Gräber. Kein liegt aber halt schon 5 Schritte weiter. Hä? Lord, das arme Schaf. Zerfetzt von 3 Wölfen. Was ist das denn hier irgendwie? Das sieht auch nicht geil aus. Also eigentlich, ich muss gerade mal sagen, das sieht schon echt geil aus, wenn wir so überall in der... bei uns in der Umgebung so leuchtende Kürbisse ja, stehen, ne? Haben. Vor allem auch... Das sieht eigentlich echt fancy aus. Wenn sich verläuft oder so, dann kann man sich halt daran orientieren. Ja gut, du kannst auch genau dafür genauso gut Fackeln hinstellen, aber es sieht halt irgendwie echt schnieke aus. Ja, aber die Fackeln sehen so unnatürlich aus. So ein Kürbis, finde ich, geht noch. Stimmt. Das ist so ein leuchtender Kürbis ist schon... Ist überhaupt nicht unnatürlich. Nein. Weil alle Kürbisse leuchten. Toll. Wir haben keinen Weizen mehr. Echt nicht? Ach ja, das habe ich alles zu Brot gemacht. Jo, wir haben okay. Mega wir haben viel. Ja, das war ein Stack. Ein so, Stack. Wir haben auf jeden Fall. Ja, ich hatte auch aus einem Stack Brot für mich. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Holz. Auf jeden Fall. Ja, ich meine, ich war ja gerade was Farm, aber du siehst ja, wie groß jetzt die Farm ist. Ja, oh, das stimmt. Das stimmt. Das Gehege. Das ist da komplett drauf gegangen. Dann brauche ich erstmal so hier mit dem, was ich noch hab. Gar nicht unnötig oder so. Für so ein paar Tiere erstmal eine fette Farm. Ich hab jetzt gerade Weizen abgebaut. Okay, wo wollen wir denn das Dach? Warte mal, ich würde das Dach vielleicht hier rüberziehen und dann das gar nicht als Dach mitbenutzen hier, diesen Vorsprung. Ja. Du machst das alleine bauen? Da brauche ich aber richtig Rohstoffe von euch. Ich kann dir alles. Ich brauche auf jeden Fall ganz viel Cobblestone. Das muss alles gebrannt werden. Achso, mein Mitbewohner ist immer noch ein Freund für Rufus, ne? Übrigens. Was? Ach, ja, ja, ich glaube, Rufus fühlt sich bei den Schafen, sag ich schon, bei den Kühen, glaube ich, nicht so wohl. Der pimmelt die ganze, also der steht die ganze Zeit in so einer Ecke rum. Macht ja, nix. Als ob du so ein riesen Kuhgehege gebaut hast. Ich kenne den ja. War früher ganz anders, aber seitdem er jetzt bei uns ist, ja, das habe ich auch noch ein paar Fackeln reingestellt. Das reicht, das sieht viel zu groß aus. Wie meinst du, das reicht, dass sie viel zu groß ist? Das passt schon. Wenn da ein paar Tiere drin sind, hallo? Ja, okay, da können echt noch ein paar mehr Kühe rein. Ja, siehst das ist du, ja auch hier irgendwie nur unser kleines Haus und die kleine Kuhfarm. Dann können wir einfach... Also dieses, was Aaron hier gemacht hat mit den Wäldern, einfach komplett einmal um unser Haus rumziehen, mit plus die Farm. Und dann geht man halt aus den Wäldern raus und dann ist man auf der Farm. Das sieht, glaube ich, ziemlich cool aus dann. Ich habe noch 2... Oh, Monsterjäger Kai, Mensch. Ich habe gerade noch 2 Knochen bekommen. Also wir hätten echt ein bisschen weiter gehen sollen, weil hier hinten wird die Landschaft noch viel besser. Ja, das ist nur der kleine Anfang. In welche Richtung bist du sagen, gelaufen? Ich kann ja noch richtig groß bauen. Welche Richtung bist du gelaufen? Hinter der Kuh. Ja gut, das passt doch perfekt. Ja, das ist doch alles, das, was wir noch bebauen können. Das alles? Und ja, natürlich. Würde ich kriegen. Bin ich König von Deutschland, ja. Ja, diese ganz schlechte Mediamarkt-Werbung? Weiß ich nicht. Ja. Welche meinst du? Aber es war auch ein Lied.
Ja, genau das Gleiche. Da hieß es aber, wenn ich Kunde von Mediamarkt wäre. Ja, genau, war die dumme Werbung. Ja, ich bin doch nicht blöd. Wir sind so alt. Zu alt. Kennst du noch Vivo was weiß Obi? Ja, natürlich. Das ist gar nicht mal so echt. Da waren wir noch in der 5. Klasse oder so. Ja, wie lange ist das her? Bei Kai schon bald 25 Jahre. Ja, das glaube ich auch. Sein Kind ja, gut. Die sind mittlerweile so alt wie du. Ja, ja, oh Mensch. Haben wir noch Gravel? Ich hol gerade. Immer noch nicht. Alter, das war jetzt schon ja, zu ich fünf. Ich habe vorhin hier in so einem Wasserlauf ganz viel Gravel gesehen, den brauche ich jetzt gerade ab. Dann kümmere ich mich jetzt um das Haus. Ist aber eigentlich soweit fertig. Ja, genau. Ja, soll ich halt jetzt schon mit dem Dach anfangen? Ich verleg dann gleich die Wege. Ja, gerne, wenn du willst, wenn du soweit bist. Muss gerade mal überlegen. Ich glaube, so mache ich das. Ich glaube, das sieht ganz trash aus. Sieht ganz trash du aus. Du machst das schon. Das brauche ich. Jetzt muss ich das noch so machen. So. Habe ich. So, das könnte, glaube ich, echt sogar was werden. Habe ich noch Dirt? Ja, habe ich noch. Alter, wie viel... Ich glaube, ich habe mich wieder verlaufen. Wie viel Kies ist denn hier, bitte? Jetzt ist die Frage, wollen wir das Dach halt komplett oben rüberziehen, oder wie wollen wir das machen? Wir haben Dach. Das baue ich gerade, ja. Ja, von mir aus dann ganz rüber. Also komplett ohne irgendwelche Einschränkungen einfach rüberziehen. Ja. Worüber willst du es denn? Also wohin, worüber? Warte mal. Ja, ich würde, sonst hätte ich vielleicht eine kleine Lücke gelassen, dass man so eine Terrasse oben drauf hat. Die Terrasse könnten wir halt hier hinbauen. Wenn du da wirklich noch dieses Ding für die Hunde hinbauen kannst, willst, dann bau doch darüber einfach die Terrasse. Dann ja, genau. Das mach doch da oben drauf einfach Zäune. Dann mach ich das so hier. Ich würde es ja gerne angucken kurz, aber bin noch am Gravel abbauen. Gravel abbauen. So. So, was machst du? So, ich finde das ist gut. Ja, wir brauchen es ja. So, ich habe jetzt ganz viele neue Freunde für Isa, Eberhard. Rufus. Nee, Rufus. Wie von Deponius. Rufus. Ja, genau. Ja, das wird eine richtige Party. Wo wollen wir den Aufstieg hinbauen? Ich würde eventuell ja, Leiter benutzen. Weil so groß ist das Haus nicht. Hier. Ach, ist das schön. Jetzt ist er du, wieder... Du klärst das ab. Du machst das. Nein. Oh, ja, Mann, ach, was tust du denn? Guck es dir an, alle sind glücklich, alle haben Spaß. Ah. So, erstmal ein Brot. Wir müssen wieder pennen gehen. Oh, tatsächlich. Kann man hier hoch? Ja. Wollen wir die Werkbank hier unten wegnehmen? Weil dann... Man macht die nicht hier rein, die Hühner. Ja, was bis keins rauskam. Ja. Gut, dass aus Keim, also gut, dass aus Schnee. Das war Schnee, hast du aus wie Eier. Lass mich jetzt eben pennen gehen. Haben wir so Dach oder nee, wo? Unten. Ja, wir können auch schon auf dem Dach die bauen, aber. Weiß noch nicht. Ja, okay, ist das. Ja, dann runter.
Im Sommer ist auch ein Dach eh am wärmsten, also. Ab in eine Molle. Ja, tschüss, tschüss, tschüss. Gute Nacht. Aber. Ach ja. Ja, es ist schon krass, ne? Wenn man immer im Bett liegt, dann sieht man ja schon, wie sich das Haus so verändert. Ja. Okay, Jungs, ich brauche jetzt ganz viel Eichenholz. Oh, guck mal, Aaron, Alter. Was ist denn dein Problem? Die machen den ganzen Boden hässlich. Stimmt, oder? Nein. Mann, die brauchen ja. Hat er in die Kuh. Hat er in die Kuhfarm gebaut. Töte die einfach mal. Wir brauchen keine Schneemänner, Mann. Dann töte ich die Kühe. Mann, warum nicht? Wir können doch die Schneemänner, dann bauen wir uns halt auch ein Schneebiotop da irgendwie. Dann kommen aber keine Raben an oder so. Oder irgendwelche Greifvögel und holen die Kühe ab. Aber ihr kennt sie nicht, diese riesigen Greifvögel, die Ringe, Alter. Kühe essen. Und da sind die Schneemänner, weil die sind so cool, da traut sich keiner hin. Ist einfach so. Oh, da ist ein Pony! Da ist der Pony! So, das Dach ist... Oh, ist das so das klein? Dach passt so. Nee, der war falsch. Hä? Achso, andersrum. So. Komm mit. Ach. Lauf doch mal. Warum läuft das Pferd nicht? Sieht nice aus, finde ich. Warum läuft das Pferd nicht, gar nicht Leute? So groß, wie ich gedacht habe. Ich weiß nicht, wo das Pferd ist. Haben wir jetzt noch Holz? Ey, das sieht echt nice aus. Was für Holz brauchst du denn? Dann hol ich welches. Oak? Ja, hol ich, warte. Das ist ja ziemlich awkward. Wenn du dafür nebenbei einmal ganz kurz die Bambusfarm neu machen könntest. Also das, was hochgewachsen ist, schon abbauen und neu anfangen. Ich überlege gerade, wie wir es mit dem Dach hier machen, weil hier ist ein kleines Problem. Was denn? Das Dach würde genau über den, das eine, über die eine Glasreihe gehen, die ich aber schon trotzdem gerne da lassen würde. Da könnten wir das Ganze umgehen, indem wir es so machen. So. Einfach hier offen lassen. Und dann noch als Ausgang benutzen. Ich glaube, die Kühe haben Angst vor den Schneemännern. Wir brauchen nicht so viele Ausgänge. Ne? Wir haben ja schon 3. Das ist schon echt viel. Das ist echt einfach voll das. Das ist so ein Mini-Haus. Das ist halt voll der Flur. Das ist einfach nur ein Flur. Achso, hier dein Holz. Oh, danke. Ja, ich hab erstmal. Sind gerade nur 16. Weiß ja nicht, wie weit du mitkommst. Irgendwas wollte ich gerade tun. Irgendwas hatte ich gerade im Sinn. Ach ja. Ich wollte die Schneemänner töten. Nee. Doch, aber wir bauen die woanders hin. Warum? Dann lass sie wenigstens rauslaufen. Nein, dann machen die. Guck mal. Ja, hier, guck mal. Deswegen, guck mal. Der hat hier einen Block hingebaut. Das dann kommen ich. Die. Aaron ist auch ein Schneemann. Alter. Ey, das ist doch schön winterlich. Ja, Winter ist aber vorbei. Ich wollte gerade sagen. Los, einer muss sich noch retten. So, dafür darfst du jetzt hier auch noch die ganzen Blöcke wieder abbauen und den Schnee wegmachen. Warum das denn? Das ist doch eine schöne Kulisse. Oder geht der Schnee auch weg, wenn es regnet? Das kann gut sein, ich glaube ja. Ja, dann warte, bis es regnet. Aaron, wir können meinetwegen irgendwann für dich so ein kleines Gehege machen, da kannst du 500 Millionen Schneemänner reinbauen. Alles klar, die züchte ich da drin. Lass echt mal ein Schneemann-Gehege bauen. Wieso im Zoo irgendwie? Ach, wie im Zoo, ja, kenne ich. Das schöne Schneemann-Gehege. Ich wollte es gerade sagen. Jeder. Das ist mein Go-To, wenn ich ins Zoo gehe. Das noch keine Pinguine. Erstmal ein Schneemann-Gehege. Hat irgendjemand was zu essen, vielleicht? Wir haben noch Brot. Lohn. Also, wir können mal schöne Suppe machen, ne? Ja. Oh, das wäre halt auch mega nice, wenn wir Pilzkühe hätten. Kann man die bauen oder muss man die finden?
Nee, die muss man leider finden. Wie kann man die denn bitte bauen, Aaron? Na, aus Pilz. Oh, was ist das für ein Scheiß? Die kann man gar nicht stacken, die Suppen. Nein, kann man noch nicht. Ach, Bullshit. Will jemand eine Suppe haben? Oder 1000? Wie macht man Eisengitter? Ja, 15. Eisengitter. Macht man was? Eisengitter. Eisen was? Ja, genauso wie Fensterscheiben. Drei machen. Drei Eisengitter. Aaron, warum liegt da so viel? Eisen. Warum liegt da so viel? Ja, das schenke ich euch. Wo bist du? Da. Das sind mehr als drei. Bitte. Ja, man kann. Man macht das halt mit sechs, sondern. Ja, gut, egal. Also so wie Scheiben halt, und dann kommen halt so viele da raus. Hier, das. Anders kann man das nicht lösen. Guck mal. Was denn? Geht voll. Ja, warum nicht? Ist doch okay. Oh, ich brauchte doch. Vier. Oder du machst einfach auch Glas. Ja, hatte ich erst, das sah irgendwie so aus. Willst du nicht an die, dann die Stelle hier auch noch einen? Auch noch. Bitte hinmachen. Leute, ich gehe wieder runter, ne? Ja, ist okay. Ihr seid mir zu langweilig. So. Haben wir unten noch, haben wir unten noch Stone, also gebrannten Stein? Ganz normal. Guck mal. Nein. Eine Kiste noch oder? Materialien habe ich das. Im Ofen könnte was sein. Ja. Nee, bei den Materialien. Brauchst du? Oh, ich brauche was. Ja, ich brauche. Ja. Ist er wieder komplett kaputt. Und einen Ziegelstein lege ich dir auch noch mit zu. Jo, top. Liegt hier oben alles. Top, die wird. Boah, ich finde das eigentlich, das sieht echt mega gut aus mit den Bäumen, die hier an der Farm lang wachsen. Ja, das, ich würde dann machen. So, Aaron, man sieht sich, du kannst, ne? Wenn du Bock hast, einmal die Bäume einmal so ringsrum um die Haus bauen, plus die Farm. Ich bin schon dabei, so, ich habe schon hier noch zwei Knochen, die packe ich dir mal hier in die eine Kiste rein. Neue Diamanten. Ja, ist okay. Machst du dies? Ja, die Sache ist halt, das sieht an der einen Wand ganz gut aus, weil das halt, so quasi so eine Trennung ist, aber wenn wir das komplett ringsrum machen, müssen wir zumindest nach hier hinten diesen Bereich, ja, hier, also guck mal, wo ich jetzt bin, ja, ist mich, den Bereich müssen wir dann aber voll machen mit Bäumen, damit das wenigstens auf der Seite hier so mit dem Wir können da noch eine zweite Wald Reihe Bäume hinterbauen, halt, dass wir halt hier einen Wald haben, denn unser Haus. Nein, nicht, dass das so random, nicht, dass das so Reihe ist, sondern dass wir so random ist, dass das hier halt so aussieht, wäre so ein rechts vom normaler Haus, Wald, wo du das machen halt wir noch einen ganzen Wald hin und links machen wir halt so ein oder zwei Bäume rein. Ja. Ja, das ist okay. Also Leute, wenn ihr euch ein paar Kühe abholen wollt, hier oben am Berg. Ja, wir können ja noch einfach abholen müssen wir keine mehr. Ich glaube, alles was jetzt außerhalb von also alles was Kuh ist und außerhalb von dem Gehege kannst du töten, wenn du Bock hast. Wow. Also musst du, ne? Ja, so ich erlaube es. Ist jetzt schon mal cool. Ja. Wir haben der sich für Tierschutz eingesetzt hat. Wir stehen auf feinsten Inzucht bei uns in der Farm. Okay. Wir können das Feld mal wieder abernten, dass wir wieder ein bisschen Essen haben. Okay. Ja, kann ich gleich mal machen. Ich kümmere mich jetzt erst nochmal um das Baumgedöns. Oh, what the fuck. Das Dach würde ich diese Folge ich noch mal natürlich gerne für den machen. Verdammt. So ein Mist aber auch. Hier ist wieder die Höhle. Ich bleib aber bei Eichenbäumen, ja, ja, ne? Finde ich auch einfach das beste Holz. Ja, das ist ja nicht zum Bauen, sondern das ist ja, ne? Hier zum Rumwachsen. Achso, ja, finde ich auch, sieht schön aus so. Kannst ja mal ab und zu eine Birke mit reinbauen, aber sonst. Oh, krass. Ich muss irgendwie mal ein paar Bäume wieder abreißen.
So, langsam wird's dunkel. Aaron, hast du wieder ein Bett mitgenommen? Natürlich. Also wirklich, oder? Nein. Aber ich komme jetzt nicht wieder hoch. Das ja, heißt, nee, ist Nachtschicht. Ja, ist okay. Weil wir müssen noch was schaffen, könnte ich immer noch pennen, Leute. Das ist uns da oben. Was ist denn los? Ja, das solltest du vielleicht tun. Hier, guck mal, ist das schon zu nah am Haus? Ich würde den noch wegnehmen, oder? Ich weiß nicht, so, willst du das so? Ja, okay, doch. Jetzt würde ich vielleicht einfach hier so. Ja, auf der anderen Seite ist es auch ein. Guck, ich würde jetzt einfach die Bäume würde ich jetzt hier so ziehen. Ja, genau. Aber wie gesagt, auf der anderen Seite ist halt auch ein vom Zaun weg, deswegen habe ich es erstmal so übernommen. Und hier können wir nochmal so das ungefähr abtragen. Dass wir dann halt vorm Haus ein bisschen mehr Platz haben, da können wir irgendwie ein Blumenbeet oder so hinmachen. Ja, einfach, oder irgendwas anderes, das halt schön ist. Alter. Ich bin dafür, dass wir ein nobler Farmerbetrieb sind. Und wir erstmal so einen fetten Springbrunnen vor unserer Farm haben. Das hier sozusagen das VIP-Haus ist. Was ist denn los mit euch? Der eine will ein Blumenbeet, der andere einen Springbrunnen. Oh, what the fuck? Alter. Scheiße. Okay, das war's. Du tot? Wo kommt denn da der Zombie her? Das Spiel mobbt mich. Ah, ich bin nicht tot. Ich bin Indiana Jones. Der stirbt nie, aber ich war kurz davor. Wie Indiana Jones. Ja, so wie es, ich wollte sagen, so wie Indiana Jones hätte auch immer. Bin ich denn hier? Ach, erstmal hier oben eine Crafting-Box hinstellen. Oh, gar nicht. Guck mal hier, so. Dass es so in ungefähr so weitergeht hier. Achso, zwei hoch und dann da oben nochmal. Also so. Sieht auch ganz geil aus, wenn der Mond mal scheint. Ja. Und zum Glück haben wir angefangen, im Haus auszuleuchten. Ja, sonst wäre jetzt Feierabend. Ja. Habt ihr das gehört? Was denn? Okay, dann nicht. So eine Explosion. Ist TNT gezündet oder was? Nee, ich müsste eigentlich jetzt genau unter der Farm sein. Auch nicht, dass irgendwie es kaputt geht. Aber halt ganz tief. Nein, ich sag nichts kaputt. Oh Gott, ich werde angeschossen. Ah! Weil der Mann ist so schnell, ich mal gehört habe. Also, neben und auf der Farm spawnt schon mal nichts mehr. Haben sich meine Fackeln schon gelohnt. Wir müssen uns mal was überlegen. Hier für die Seite. Sieht nicht so geil aus. Ich wurde gerade von einem Skelett runtergeschossen. Ja, unten beim Haus. Bei der Hundefarm ungefähr. Ja. So, jetzt brauchen wir nur noch Holz. Das Gute ist, eigentlich könnte Aaron doch nochmal so einen Golem bauen. Ich erlaube ihm das jetzt. Ich höre. Weil der ja alles angreift, außer halt Creeper. Wenn das halt immer noch so ist wie damals, tut er das nicht nur, wenn Villager in der Nähe sind, sondern halt auch so. Wäre halt ganz, ganz praktisch. Stimmt, dann hätten wir. Ja, ich glaube, der greift einfach alles an, was er so sieht. Wir keine Creeper mehr. Keine andere hier. Skelette, Zombies, bin alles weg. Also ich finde, das ist so gar nicht schlecht hier mit den Gittern. Das finde ich gut. Wir müssen nur was überlegen für die Seite. Das sieht ein bisschen komisch aus, wenn du von der Farm Richtung Haus gehst.
Von der Seite. Von hier. Von welcher Seite jetzt? Pass auf. Das ist einfach so mittendrin. Ach, ich finde, das passt. Das sieht schon aus. Da ist ein Villager-Zombie. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ja, wir haben noch keine Tränke. Und wie verwandelt man die zurück? Wir brauchen einen Trank der Schwäche und Goldapfel haben wir einen. Ach, jetzt war das jetzt. Wofür eigentlich der ganze Aufwand? Ja, da haben wir doch gesagt, damit das hier nicht so rot aussieht. Dann können wir einfach einen führen. Ja, dann müssen wir erstmal ein Dorf finden. Dann knebeln wir den. Kann man nicht auch so was mit Strings machen? Ja, und vorher Geld. Und einem Schleimball, dann kannst du dann so ein... damit kannst du dann so ein Seil machen. Ah, ich verstehe, was du tun willst. Ich weiß es gerade selber nicht. Ich habe nur mal probiert. Bau doch jetzt einfach noch genauso wie hier. Bau hier noch so eine Ebene weiter runter. So, wieder. Und dann geht das doch wieder. Dann ist das doch. Eine Ebene weiter runter. Okay. Ja, so wie so auf die Ebene. Genau. Da die Fackel weg. Wow. Dann hat das wenigstens ein bisschen. Und hier machst du einfach den hier vielleicht nur weg. So. Wisst ihr eigentlich, was aus Marcel Davos geworden ist? Ach nee, warte, wir machen das weg. Mach das Rasse nochmal auf. Wir machen das mit Brickstone. Sieht, glaube ich. Wie mit Brickstone? So hier. Mehr habe ich nicht. Das sieht dann, glaube ich, geil aus. Aber halt nur bis hier. So komplett rum? Und hier machen wir alles mit Holz. Das ist schon wieder eine Witch. Also. So bis. Ach ja, das sollte ja Holz werden. Aber da kannst du ja die Außenlinie dann genau, auch die mit Dingens machen, mit oder? Wieder. Okay. Ja, bleib. Hast du noch Brickstone? Dann können wir den nämlich auch wegreißen. Ja, dann werfe ich nochmal was in den Ofen. Dann haben wir auch einen guten Übergang. Ich glaube, ich ziehe hier die Witches an. Und die. Ja? Creeper. Gekorbt. Also in der Folge habe ich das Dach noch fertig bekommen. Habt ihr das eigentlich gehört? Ja, aber hier sind überall Endermans. Ne. Alles ab. Da, vom Haus. Wo? Oh, ja, stimmt. Oh, in dem einen Ofen hier unten, für alle Dingens. Ich kümmere mich mal drum, dass die Half-Slabs da sind. Okay, so viel Half-Slabs brauchen wir nicht. Auf jeden Fall brauchen wir jetzt noch Holz. Eichenholz? Jo, super. Oh, richtig viel. Das ist gut, das brauche ich alles. Alles. Da hinten sind einfach drei Endermänner hinter der Farm. Ja, hat's noch. Sollen wir mal weg? Die haben keine Aufenthaltsgenehmigung. Ah, Mist, der war falsch. Ja, warte, du musst dir noch eins offen lassen, ne? Wieso? Du musst dann noch eins offen, damit ich da hochkomme. Ja, genau. Lass uns nie wieder nach Nachtschicht einlegen. Ja, ich hab nichts dagegen und so, aber das ist halt scheiße, weil die ganzen Endermans hier rumlaufen und so. Brauch noch. Ja, die stören noch nicht. Vier noch und dann sind wir durch. Ja, wie mache ich das jetzt? Na, ich kann Blöcken. Ja, chill. Ich muss noch einmal da hoch. Achso, ich hab ihn weggerissen, mussten wir den bauen. Ah.
So, wenn wir jetzt hier oben, können wir eigentlich noch sowas hinbauen. Ah. Da. Hallo Leute. Wollten wir nicht hier eine Terrasse drauf machen? War da nicht irgendwie sowas? Ja, aber das sieht dann wieder doof aus mit dem hier und dann daneben. Ja, ja nee, wir lassen das. Dann müssen wir das hier oben runter von meinem Rasen. Ja, warte. Ich hab die, ist der noch. Tschüss. Und dann müssen wir überlegen, wo wir jetzt pennen. Ja, oben irgendwo. Ich würde auch sagen, wir pennen oben. Hier Platz. Ja, mach kurz auf die Farm, hol die ganzen Items. Ja, genau, in jeder Ecke ein Bett. Zeit die Türen auf und zu. Mach da noch eins hin und dann da noch eins. Ich bin gerade draußen runter, hoch und runter gegangen. Und gerade Aaron. Ey, mega fancy. Echt geil aus, ne? Wir müssen nur noch hier oben diese halben Steine noch rüberziehen. Jo, finde ich halt echt geil. Ja, noch hier drei. Kann einer schlafen, der stinkige Füße hat. Also Christoph. Oh. Ach, er macht so Schilder dahin, wer wo pennt. Aber nur bei ihm habe ich eins hingemacht. Erstmal diskriminieren. Oh, heiße Angelegenheit. Mein Bett ist nicht neben Christoph. Haben wir schon Bücher? Nee, ne? Oh, sorry. Das kommt rein. Okay. Nee, haben wir noch nicht. Die Betten so Bücher machen. Was hast du denn da gemacht, Aaron? Mach doch Werfen, damit du keine kalten weil Füße bekommst. Das ist halt eine heiße Angelegenheit von mir. Verstehst du? Und damit ich keine kalten Füße bekomme. Angucken jetzt, wie es aussieht. Ja, das finde ich sieht geil aus. Das gefällt mir. Ja, das sieht echt gut aus. Was, Alter, hätte nie gedacht, dass wir sowas Schönes hinkriegen. Vor allem dieser Brunnen hier vom Haus, der sieht geil aus. Warum? Was ist das? Was für ein Brunnen? Ey, das ist mega gut. Das ist richtig hässlich. Wie sieht's denn von innen aus? Nein. Doppelt so gut. Geht halt echt. Ich würde halt hier nur den unteren Stand noch durch den Bambus ersetzen. Haben wir noch Grabs? Dann können wir schon mal hier den Weg fertig bauen. Ach, der ist schon fertig. Das ist echt nicht, das ist echt nicht hübsch. Alter, Aaron, hier ist überall jetzt Schnee. Good job, Aaron. Ja, und? Die Schneemänner sind, glaube ich, weg. Magst du etwa keinen Schnee? Ja, ich habe sie getötet. Oh, ich finde, das sieht ganz gut aus, so eine schöne Wasserfront. Die könnte man ja auch mal... Wollt man nicht echt von hier oben Wasser runterlaufen lassen? Oh, Aaron. Ah, nee, das sieht nicht so gut aus. Wir machen das, wenn nicht. Nein, wir machen das, wenn nicht hier. Wir können ja irgendwo. Wir haben hier Aaron, die ganzen Berge. Wir können irgendwo aus dem Berg so eine. Lass es mal. Wir können doch. Warte, hört mal zu. Wir können doch irgendwo da hinten aus dem Berg oder so. So einen kleinen Fluss. Warte, und. Wow, Kai. Dass es halt nur nach unten geht, so, weißt du? Was? Nur nach unten? So halt. Ja, wenn wir die jetzt wieder abbauen und wir bleibt, da oben dann okay. Halbe reinsetzen, dann passt das. Hier, da müssen sowieso noch welche hin. Also die müssen auch noch andersrum. So rum müssen die. Ja, so also, ist so das. So ist echt nicht schlecht. Nee. Das sieht ja noch schlimmer aus als vorher. Was hast du denn jetzt gemacht? Ja. Alter. So geht's doch voll, oder? Ja, das finde ich voll cool hier. Wenn da so ein Wasser runterläuft. Dann machen wir das, wenn irgendwann richtig anständig. Dann verlegen wir noch so einen kleinen Fluss und so. Ja, dann aber kommt nicht aus dem Berg. Nein, Aaron. Das ist echt Alter, jetzt ist schon hier wieder cool weg. Ist. Er will so eine langweilige Farm haben.
Wer will denn bitte eine Farm haben, wo alles überschwemmt wird? Alles vor allem. Ja. Da war nichts mehr überschwemmt. Natürlich, alles. So, mal eben angucken. Geht voll, fände ich. Sieht halt etwas random ja, aus. Ja, so ist okay. Gut, Freunde, dann würde ich sagen, kommt mal vors Haus. Ich würde das mal gerne angucken mit euch zusammen. Irgendwie muss man das hier alles abfarmen. Hier fürs Thumbnail. Ja, machen stellen. Wir das nächste Mal. Okay. Nehmen wir das Wasser mal weg. Oh. Okay, dann mit Suppe. Ich hab Brot. Ja, aber nimm den Apfel. Okay, schalte den Arm gleich mal um. Jetzt. Ja, nee, du hast doch die Suppe, ich hab ein Brot, er hat einen Apfel, fertig. Dann nehme ich den okay. Schneeball. Oh. Wo muss ich denn hingucken? Egal, passt so, passt schon, alles cool. Super Thumbnail, danke dafür. So, dann würde ich sagen, Freunde, Das war's mit der Folge und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.